Das Frauennationalteam steckt mitten in den intensiven Vorbereitungen auf das anstehende EM-Quali-Spiel. Es ist ein richtungsweisendes Spiel in Nice gegen Serbien. Ein Sieg gegen die Weltranglisten 41. wäre für die Österreicherinnen im Hinblick auf das große Ziel äußerst wichtig. Denn nur die 9 Gruppensieger sowie die 3 besten Gruppenzweiten lösen das Ticket für die UEFA Women's Euro 2021 in England auf direktem Wege. Ich glaube, dass man irgendwie spürt, dass wieder was Neues im Entstehen ist. Es ist nicht so, dass wir es schon über 90 Minuten am Platz bringen, aber man spürt wieder eine neue Energie und einen neuen Weg, den wir auch eingeschlagen haben. Und ich hoffe, dass sich das jetzt Schritt für Schritt einfach immer mehr verbessert und durchsetzt und ja, dass wir eine tolle Qualifikation spielen werden. Mit dabei nach mehrmonatiger Zwangspause ist wieder Abwehrspielerin Verena Aschauer. Die 67-fache Nationalspielerin vom 1. FFC Frankfurt hat gemeinsam mit dem Team den Gegner Serbien genau analysiert. Es ist ein sehr robuster Gegner, sehr aggressiv, sie haben gute Einzelspieler und als Mannschaft, ja, wie gesagt, sie sind so robust und wir müssen uns da einfach dagegen stellen. Und wenn wir unser Spiel spielen können und die gar nicht erst ihr Spiel aufziehen lassen können, dann werden wir da die besseren Chancen haben. Ja, natürlich hat Serbien ihre Qualität, das ist nicht einfach zu bespielen. Die sind natürlich robust, gehen aggressiv in die Zweikämpfe, da müssen wir einfach dagegen halten. Und das Wichtigste ist einfach, dass wir hinten gut stehen, aber vorne die Tore machen und nicht nur eins, sondern 2, 3, damit der Abstand ein bisschen größer wird. Und ja, aber ich, wie gesagt, ich bin guter Dinge. Wir haben gute Spielerinnen, von dem her sehe ich da kein Problem. Sie sind individuell eigentlich sehr, sehr stark. Sie haben gute Spielerinnen drinnen, die technisch stark sind, die auch alle im Ausland spielen. Und ich denke aber, dass wir als Team besser sind, dass wir als Kollektiv besser sind und ich hoffe, dass es einen Ausschlag geben wird. ÖFB-Teamkapitänin Viktoria Schnaderbeck und Co. präsentieren sich ihrem Teamchef in Topform. Nach dem 3:0 Heimsieg gegen Nordmazedonien Anfang September wollen die Österreicherinnen eine Siegesserie starten. Ich denke, es ist ein guter Konkurrent für den zweiten Platz und wir haben gesehen, wie schwer es sein kann, gegen die zu spielen. Aber ich würde sagen, wir sind auf jeden Fall das bessere Team und wenn wir das auf den Platz bringen können, wird es hoffentlich positiv für uns ausgehen. Wir wollen natürlich das kommende Spiel gewinnen, wir wissen aber, dass es auch nicht leicht ist und ich glaube, man kann nicht erwarten, dass man hier einfach nur drüber fährt, sondern einfach, wir sind natürlich sehr, sehr zufrieden, wenn wir es schaffen, dort einfach zu gewinnen und das ist unser erklärtes Ziel, aber ich hoffe auch, dass wir einfach wieder mit dieser Energie spielen und mit dieser Freude spielen und dann, glaube ich, wird dem Erfolg nichts im Weg stehen. Serbien gegen Österreich am 8. Oktober um 18 Uhr live auf ORF Sport Plus.